Es ist ein bemerkenswerter Wettlauf gegen die Zeit. Der Bau einer milliardenteuren Megakonstruktion im Norden der Ukraine. Das ist das größte bewegliche Bauwerk der Welt. Ein Koloss von 36.000 Tonnen Gesamtgewicht. Der neue Sarkophag, der die Überreste des Unglücksreaktors von Tschernobyl umschließen soll. Das ist einfach nur beeindruckend. Im April 1986 explodiert Reaktorblock 4 des sowjetischen Atomkraftwerks Tschernobyl und setzt zigfach mehr radioaktives Material frei als die Atombombenexplosion von Hiroshima. 30 Arbeiter sterben sofort. Die Umgebung wird evakuiert. 50.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Radioaktiver Fallout geht auf Europa nieder. Es ist die verheerendste Atomkatastrophe des Jahrhunderts. 30 Jahre später zerfällt der hastig errichtete Schutzmantel. In einem Wettlauf gegen die Zeit versucht ein internationales Konsortium, einen weiteren Austritt radioaktiver Strahlung zu verhindern. Das ist extrem gefährlich. Das ist alles total verrückt. Trotz eisiger Temperaturen und tödlicher Strahlung muss die Schutzhülle rechtzeitig fertig werden. Sonst ist die nächste Katastrophe nur eine Frage der Zeit. Jeden Tag pendeln mehr als 1000 Menschen zu Europas wohl gefährlichster Baustelle. Nach Tschernobyl im Norden der Ukraine. Ehemals eine Teilrepublik der Sowjetunion. Hier am ehemaligen Atomkraftwerk bauen sie unter großem Zeitdruck eine neue, gigantische Schutzhülle. Dieser neue Sarkophag, offiziell New Safe Containment oder NSC genannt, soll am Ende die immer noch hochradioaktive Ruine des Kraftwerks vollständig umschließen. Hier ist rechts die alte Schutzhülle zu sehen, die den explodierten Reaktor ummantelt. Diese provisorische Abdeckung ist instabil. Ihr Einsturz würde die Umwelt erneut radioaktiv verseuchen. Um eine weitere Katastrophe zu verhindern, muss ein neuer Schutzmantel her. Aber die Strahlenbelastung ist noch immer so hoch, dass nicht direkt am Reaktorgebäude gearbeitet werden kann. Bleibt nichts anderes übrig, als den neuen Sarkophag etwas abseits zu bauen und dann in Position zu schieben. Dies wird das größte je zu Lande bewegte Gebilde. Die gewaltige Dimension des Projekts reizt den französischen Ingenieur Nicolas Kay. Da sind Menschen aus der ganzen Welt beteiligt. Eine echte Herausforderung. Mehr als 40 Länder sowie die Europäische Union stellen über 1,5 Milliarden Euro bereit. Der neue Sarkophag soll 100 Jahre halten und die Beseitigung der Folgen der Reaktorkatastrophe ermöglichen, damit künftige Generationen nicht mehr gefährdet sind. Am 26. April 1986 wollen Techniker in dem sowjetischen Atomkraftwerk einen totalen Stromausfall simulieren. Doch der Sicherheitstest gerät außer Kontrolle. Die Wasserkühlung der Brennstäbe setzt aus. Es kommt zur Kernschmelze und einer gewaltigen Explosion. Das Gelände wird radioaktiv verseucht. Zwei Arbeiter sind sofort tot. 28 weitere Menschen sterben wenig später an akuter Verstrahlung. Sowjetische Behörden sprechen von nur 2 Toten und 150 Verletzten. Es gibt widersprüchliche Angaben, aber es ist definitive Radioaktivität ausgetreten.
Durch die Explosion gelangt tonnenweise radioaktives Material in die Atmosphäre. Die Partikel verteilen sich über weite Teile Europas und der Sowjetunion. Ganze Landstriche werden kontaminiert. Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! In den kommenden Monaten und Jahren werden Hunderttausende Menschen umgesiedelt. Ihre Heimat wird zum Sperrgebiet erklärt. Es ist die verheerendste Atomkatastrophe des Jahrhunderts. Die Sowjetunion steht vor einem enormen Problem. In den Ruinen des Reaktorgebäudes liegen noch 200 Tonnen Uranbrennstäbe und anderes hochradioaktives Material. Schnelles Handeln ist gefragt. Aus der Reaktorruine gelangt weiter ungehindert Strahlung in die Umwelt. In den folgenden 6 Monaten bauen Arbeiter aus Stahl und Beton eine provisorische Schutzummantelung. Den ersten Sarkophag. Dabei sind sie extrem starker Strahlung ausgesetzt. Deshalb können die Arbeiter auch die Schweißarbeiten nicht beenden, die eine vollständige Versiegelung gewährleistet hätten. Nikolai Steinberg war Ingenieur beim Bau des ersten Sarkophags. Sie hatten keine Zeit. Sie mussten dauernd improvisieren. It was improvisation. Der alte Sarkophag hat kein Fundament. Er wird einfach um die Anlage herumgebaut. Von Anfang an ist klar, dass dies keine Dauerlösung sein kann. So when we completed sarcophagus, we have made decision. Als der Sarkophag fertig war, legten wir seine Lebensdauer auf maximal 30 Jahre fest. Diese Zeit ist abgelaufen. Die unbequemsten Schuhe der Welt. Wahrscheinlich nur für gelegentliche Besucher gedacht. Simon Evans ist für die Finanzierung des internationalen Projekts verantwortlich. Er will sich ein Bild vom aktuellen Zustand des alten Sarkophags machen. Im Inneren trägt das Team Atemmasken, um sich vor dem radioaktiven Staub zu schützen. Evans checkt einige Überwachungsinstrumente. Dieses Gerät überwacht die Stabilität der Anlage. Das ist sehr wichtig. Nur so erfahren wir, was hier vorgeht. Der alte Schutzmantel bröckelt. Vor 2,5 Jahren sind schon Teile der Turbinenhalle unter einer schweren Schneelast eingestürzt. Das hat strukturelle Schäden verursacht. Die Trümmer der Hauptreaktorhalle sind am gefährlichsten. Überreste der Uranbrennstäbe, radioaktiver Staub und geschmolzenes Material aus dem Kern des Reaktors. Das alles gibt bis heute hohe Strahlung ab. Daher die weißen Spratzer, die auf den Aufnahmen vom Inneren deutlich zu erkennen sind. Nichts darf nach draußen entweichen. Aber der Sarkophag fällt auseinander. Stürzt das Dach ein, gelangt erneut eine radioaktive Wolke ins Freie. Je nach Wetterlage könnten also wieder ganze Landstriche verstrahlt werden.
Der komplette Zusammenbruch der Konstruktion über den Ruinen der Reaktorhalle ist ein apokalyptisches Szenario, das wir verhindern müssen. Eine Unmenge Strahlung würde in die Umwelt gelangen. 6 Jahre nach dem Bau des ersten Sarkophags schreibt die ukrainische Regierung einen Wettbewerb aus. Es sind Ideen für eine bessere Lösung gefragt. They receive probably 200 different ideas. Es kamen so um die 200 Vorschläge zusammen. 5 davon wurden ausgewählt. Erst nach weiteren 10 Jahren fiel die Entscheidung. 2007 haben wir dann den Zuschlag für den Bau erhalten. 20 Jahre nach dem Unfall. Der Plan des französisch geführten Norwaka-Konsortiums ist ambitioniert. Gebaut wird knapp 250 Meter vom Reaktor entfernt, wo die Strahlungswerte niedrig genug sind. Zunächst werden 2 Halbschalen errichtet, jede knapp 110 Meter hoch. Sie stehen auf Betonschienen, die zum alten Sarkophag führen. Aber vor dem Verschieben werden die beiden Hälften zu einer Megahülle zusammengesetzt. Im Inneren wird ein Robot-Kransystem installiert. Sobald die Konstruktion fertig und über der Reaktorhalle in Position gebracht ist, kommt der eigentliche Clou. Nach der Fertigstellung sollen die Kräne ferngesteuert den alten Sarkophag und die Reaktorruine nach und nach abtragen. Das radioaktive Material soll in einen Lagerkomplex kommen, der aber auch erst noch gebaut werden muss. Im Frühjahr 2012 beginnen die Arbeiten am Grundgerüst des neuen Sarkophags. Eine 500.000 Bolzen soll die Stahlstruktur zusammenhalten. Es ist eine echte Herausforderung, 36.000 Tonnen Stahl in die Höhe wachsen zu lassen. Das Gerüst wird von oben nach unten gebaut. Immer wieder wird es hochgehievt von gewaltigen Hebern, dann geht es weiter. Es wird 30 Meter angehoben und dann bauen wir darunter weiter. Und danach geht's immer weiter hoch. Erst nach 3 Hebungen erreicht das Gebilde seine volle Höhe von 108 Metern. Dann können auch die restlichen Teile befestigt werden. Sobald die erste Hälfte fertig ist, wird sie vorgeschoben und das Ganze beginnt von vorn. Alles in einem sicheren Abstand zur Reaktorruine. Strahlenschutz hat auf der Baustelle höchste Priorität. Aus dem zerstörten Reaktor entweicht immer noch tödliche Strahlung. Am gefährlichsten sind Gammastrahlen. Die hochenergetische Gammastrahlung kann Mauerwerk problemlos durchdringen. Trifft Gammastrahlung auf lebendes Gewebe, richtet sie dauerhafte Schäden im Erbgut an. Das verursacht häufig Krebs. Diese Gefahr ist immer noch vorhanden. Als der Tschernobyl-Reaktor 1986 explodiert, werden Arbeiter und Katastrophenhelfer einer hohen Gammastrahlenbelastung ausgesetzt.
In den ersten Wochen sterben 28 von ihnen an akuter Strahlenkrankheit. Jedes Jahr gedenken die Menschen am Tag der Katastrophe der Opfer. In der Stadt Slavutich, wo die meisten ehemaligen Arbeiter von Tschernobyl heute leben. Viktor Ivkin arbeitet in jener verhängnisvollen Nacht im Kraftwerk. Wie viele andere bekommt auch er eine hohe Strahlendosis ab. Ich musste mich immer wieder übergeben. Das zeigt, dass man über 100 Röntgen aufgenommen hat. Das ist ungefähr 1000-mal die Dosis, die ein Normalbürger in Deutschland pro Jahr durch Atomanlagen erhalten darf. Viele aus der Schicht sind gestorben. Ich wünschte, es hätten mehr geschafft. Jedes Jahr werden wir weniger. Heute liegt im alten Sarkophag der größte Teil des Urans aus dem Reaktor offen herum. Den neuen Schutzmantel direkt am alten Sarkophag zu bauen, ist wegen der immer noch hohen Gammastrahlung viel zu gefährlich. Eine Eigenschaft der Strahlung kommt den Konstrukteuren aber zu Pass. Die Strahlen durchdringen zwar Wände, aber sie streuen auch sehr stark. Angenommen, ein Mensch wird neben dem Reaktorgebäude von 1000 Gamma-Strahlen getroffen. So trifft ihn in 250 Metern Entfernung nur noch einer. Der Nuklearingenieur Nicolas Gilcher behält die Strahlenwerte genau im Auge. You can see here the reactor number 4, which was. Das ist Reaktor Nummer 4, der 86 zerstört wurde. Und etwa 200 Meter weiter ist die Plattform, auf der der neue Sarkophag gebaut wird. Dort ist die Strahlung schon erheblich schwächer. Auf der Baustelle sind 50 Leute nur damit beschäftigt, die Strahlenwerte aller Mitarbeiter zu überwachen. Jeder von uns kriegt ein Messgerät. Ich habe ein französisches Dosimeter und ein ukrainisches. Und auch noch ein elektronisches. Mit dem arbeiten wir. Die Messgeräte stellen sicher, dass kein Mitarbeiter mehr Strahlung ausgesetzt ist als der erlaubten Jahresdosis. Jeder Arbeitsschritt muss an dieser Vorgabe geplant und ausgerichtet werden. Deswegen bauen wir etwa 250 Meter entfernt. Da können wir 8 Stunden am Tag arbeiten, die ganze Woche, das ganze Jahr über. Die Strahlung ist das eine Problem. Der Zeitdruck das andere. Der alte provisorische Sarkophag ist brüchig und kann jederzeit einstürzen. Good morning all. Heute heben wir wieder. Wer nicht unbedingt muss, soll sich bitte nicht unter der Hebelast aufhalten. Die Arbeiten müssen reibungslos vorangehen, damit der Zeitplan eingehalten werden kann. Heute soll mit der letzten Hebung die zweite Hälfte auf die volle Höhe gebracht werden.
Alles hier ist groß, alles ist enorm. Wir haben hier nichts Kleines. Das ist schon ziemlich verrückt. Vierzig große Heber sollen den Stahlkoloss auf 100 Meter hieven. Das wird eng, hoffen wir das Beste. Jeder Heber könnte 2 Jumbo-Jets hochheben. Okay, wir fangen an. Okay. Sobald wir angefangen haben, müssen wir es auch durchziehen. Finishing the jacking today. Quickly! 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 7, 8. Yes. 5 mm. Okay, let's continue. Happy already. Okay, perfect. Okay. Ein Erfolg. Aber das Team kann sich nicht darauf ausruhen. Wenn die alte Schutzhülle zusammenstürzt, bevor der neue Sarkophag in Position ist, könnte die austretende radioaktive Wolke das komplette Areal aufs Neue verseuchen. Das würde alle bisherigen Anstrengungen zunichte machen, das umliegende Gebiet von der Verstrahlung zu befreien. Man hatte damals sofort nach dem Reaktorunfall damit begonnen. Der Preis war hoch. Nach der Explosion im Atomkraftwerk von Tschernobyl legte sich radioaktiver Staub über weite Landstriche. Die Sowjets erklärten alles im Radius von 30 Kilometern zur Sperrzone. Mehrere hunderttausend Katastrophenhelfer versuchten, das Desaster in den Griff zu bekommen. Diese Helfer wurden Liquidatoren genannt. Direkt am Explosionsort mussten sie die verstrahlten Trümmer vom Dach der Reaktorhalle schaufeln. Sie durften wegen der hohen Strahlung meist nur für 45 Sekunden aufs Dach. Das reichte, um ein paar Schaufeln Schutt hinunterzuwerfen und zurückzurennen. In den umliegenden Gebieten versuchten sie, den radioaktiven Staub wegzuspülen. Rissen verstrahlte Gebäude nieder und trugen hunderttausende Tonnen kontaminierter Erde ab. Einer dieser Liquidatoren war Ivan Martinenko. Wir errichteten als erstes ein Dekontaminationszentrum für Fahrzeuge und Menschen. Sie sagten uns, bei einer Strahlenbelastung von 10 Röntgen würden sie uns nach Hause schicken. Das war gelogen. Sie sagten, es gehe nicht, es sei niemand da, um uns zu ersetzen. В район проведения специальной обработки населенного пункта по маршруту. Автопарк, населенные пункты, Орджоникидзе. Bis heute gibt es zur Zahl der Opfer unter den Liquidatoren keine verlässlichen Angaben. Sie reichen von offiziell gerade mal 50 bis zu von Experten geschätzten 50.000. Das Desaster soll sich nicht wiederholen. Deshalb muss der neue Sarkophag so schnell wie möglich fertiggestellt werden. Seit Baubeginn sind 2,5 Jahre vergangen. Spätherbst. Die Ingenieure wollen die Außenhülle fertigstellen, bevor die Winterstürme einsetzen. Unser größtes Problem ist das Wetter. Im Winter müssen wir schon mal für 3 oder 4 Monate die Arbeiten einstellen. Der britische Ingenieur Ian Carling ist für das Dach und die Verkleidung zuständig. Unter ukrainischen Wetterbedingungen ist das ein harter Job. Minus 20 Grad sind im Winter keine Seltenheit.
Today we have the wind problem. Heute war es mit dem Wind schwierig. Gestern war Eis auf dem Dach. Da ging nichts mehr. Das Eis hat uns den ganzen Vormittag gekostet. Ians Team arbeitet in 100 Metern Höhe. Der Job ist extrem gefährlich. Bei Wind und Regen wird's oben rutschig. Die Arbeiter auf dem Dach sind ausgebildete Industriekletterer. Die Arbeit verlangt ihnen alles ab. Erfahrung, Können, Konzentration. Die Segmente der Außenverkleidung können die Männer bei Wind wie ein Drachen hochheben. Die Kanten sind scharf und dann hängen überall noch Seile rum. Also ja, das ist wirklich gefährlich. Wir müssen immer auf der Hut sein. Aber auch wenn die Außenverkleidung komplett montiert ist, ist der Sarkophag noch nicht fertig. Bevor sie die Schutzhülle über die alte Reaktorhalle schieben, verwandeln die Ingenieure sie noch in eine Trümmerbeseitigungsmaschine. Das radioaktive Material im Kraftwerk wird noch für die nächsten 20.000 Jahre eine Gefahr darstellen. Eine simple Schutzhülle reicht da nicht. Irgendwann würde auch dieser Sarkophag einstürzen. Und künftige Generationen müssten noch größere Schutzhüllen errichten. Um das zu verhindern, bauen die Ingenieure in die neue Schutzhülle Apparaturen ein, die das verstrahlte Reaktorgebäude aufräumen sollen. Für den Rückbau stellen wir die Werkzeuge bereit. Der von den Russen gebaute Sarkophag muss zerlegt werden. Zuerst wird das Dach entfernt, dann wird der Beton abgetragen. Zuletzt kommt das radioaktive Material an die Reihe. Das wird eine Menge Zeit brauchen. Unser Sarkophag hat 100 Jahre Garantie. Länger darf es also nicht dauern. Noch nie musste jemand die Aufgabe bewältigen, einen explodierten Atomreaktor zu demontieren. Wegen der hohen Strahlung geht das nur ferngesteuert. In Shoreview im US-Bundesstaat Minnesota arbeiten Rob Owen und sein Team an der dafür vorgesehenen Krananlage. Das ganze radioaktive Material ist heute noch dort. Bei der Demontage des ersten Sarkophags wird es freigelegt. Dadurch werden die Strahlenwerte noch einmal in die Höhe schießen. Owen testet ein verkleinertes Modell des ferngesteuerten Krans, der in Tschernobyl zum Einsatz kommen soll. Die Plattform mit dem Robotarm ist über Halteseile mit dem Kransystem verbunden. Der besondere Trick ist die Anordnung der Drahtseile. Wäre die Plattform einfach an vertikalen Seilen aufgehängt, würde sie hin und her schwingen. Drei Seilpaare, im Dreieck angeordnet und mit einem schweren Gewicht versehen, sorgen für ausreichend Stabilität. Das Konzept hat aber einen Nachteil. Eine große seitliche Krafteinwirkung könnte die Seile unterschiedlich belasten. Daher muss das Ausgleichsgewicht ausreichend schwer sein. Dann kann der Robotarm ohne Probleme seine Arbeit tun. Wir haben uns immer wieder selbst hinterfragt. Kann das so funktionieren? Ist das auch groß genug? Die ganze Anlage ist größer als alles, was jemals in dieser Art gebaut wurde. Aber sie hat viele Vorteile.
Um Löcher zu bohren oder Stahlbalken zu ziehen, muss sich der Arm horizontal hin und her bewegen können. Hier sieht man die 6 Kabel und das Gewicht. Alle 6 Kabel stehen unter voller Spannung. Es garantiert dem Arm die Stabilität, die er braucht, wenn er etwas schieben oder ziehen muss. Das Modell zeigt, dass das Konzept funktioniert. Jetzt muss es noch in Originalgröße getestet werden. Wenn es klappt, wird der Spezialkran im Zusammenspiel mit normalen Kränen den zerstörten Reaktor Stück für Stück auseinandernehmen. Das wird Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Deshalb müssen die Konstrukteure ein weiteres Problem lösen. Das muss 100 Jahre halten. Metallstrukturen halten aber keine 100 Jahre. Irgendwie müssen wir die Konstruktion schützen. Als Franzose denke ich da sofort an den Eiffelturm, der alle 7 bis 10 Jahre frisch gestrichen wird. Streichen kann für eine Weile helfen, aber irgendwann blättert die Farbe ab und das Metall fängt an zu rosten. Der Stahl ist bereits in der Fabrik gestrichen worden. Das hält 15 Jahre. Aber sobald der Sarkophag an seinem neuen Platz ist, können wir die Lackierung leider nicht mehr erneuern. Das lässt die hohe Strahlung nicht zu. Deshalb wollen die Ingenieure das Klima im Raum zwischen Innen- und Außenhülle regulieren, um den Stahl zu schützen. Dieser Bereich wird versiegelt und trennt nicht nur die innere Halle von der Außenhülle, sondern schirmt auch das tragende Stahlgerüst von Umwelteinflüssen ab. Ventilatoren pumpen von außen Luft ins Innere. Dabei wird der Luft die Feuchtigkeit entzogen. Die trockene Luft gelangt über ein 3 Kilometer langes Röhrensystem gleichmäßig verteilt in den Zwischenraum. Die Atmosphäre ist so trocken, dass der Stahl nicht rosten kann. Damit das funktioniert, muss Ian Carling sicherstellen, dass die Versiegelung hält. Das sind Verbindungsbereiche. Da gehen wir mit Dichtungsmittel ran, damit die Versiegelung sicher ist. Beim Zerlegen des alten Reaktorgebäudes werden radioaktive Staubwolken die Halle füllen. Durch jeden noch so kleinen Spalt können dann verstrahlte Partikel nach außen dringen. Die Verkleidung selbst ist aus rostfreiem Stahl. Sie soll natürlich verhindern, dass bei der Demontage kontaminierte Partikel in die Umwelt gelangen. Frühjahr 2016. Die Kräne aus den USA sind eingetroffen. Bevor der neue Sarkophag in Position gebracht werden kann, muss das Kransystem mit den Robotarmen installiert werden. Dafür ist der Ingenieur Baptiste Briouat verantwortlich. Er muss dafür fast 100 Meter hoch in den Kontrollraum klettern. »369 Stufen. Zweimal am Tag. Alles bereit? Dann können wir anfangen.«
Mit 13 hydraulischen Hebeanlagen befördern die Ingenieure die 900 Tonnen schwere Kranschiene bis an die Decke. Über Drahtseile ziehen die hydraulischen Zangen vorsichtig die Kranschiene hoch. It's coming close. Kommt immer näher. Gut. Aber schon kurz nach dem Anheben tritt ein Problem auf. Offensichtlich ein Problem mit dem Karussell. Das Karussell ist wie eine riesige Kabeltrommel, um die sich die Stahlseile wickeln sollen. Aber eines hat sich verheddert. In 100 Metern Höhe ein Stahlseil einzufädeln, ist ziemlich nervenaufreibend und nicht gerade ungefährlich. Das ging schnell. Das sind Profis. Wir werden heute doch noch fertig. Jetzt kann der Test für den neuen Spezialkran losgehen. Kann er jetzt hoch? Ja, kann hoch. Wenn alles gut geht und der neue Sarkophag erstmals über der alten Reaktorhalle in Position ist, kann der Spezialkran mit der Demontage beginnen. Das wird dann der letzte Teil der langwierigen Operation, die Anlage sicher zu machen. Ein Problem ist allerdings nach wie vor ungelöst, nicht nur in Tschernobyl. Wohin mit dem Atommüll? Auch 30 Jahre nach der Reaktorkatastrophe ist das Gebiet um Tschernobyl Sperrzone. Allerdings deutet außer der Menschenleere und ein paar Hinweisschildern wenig darauf hin, dass die ganze Gegend verstrahlt wurde. Die Natur ist zurückgekehrt. Drei Kilometer entfernt von Tschernobyl liegt die verlassene Stadt Pripyat. 50.000 Menschen haben früher hier gelebt. Viele arbeiteten im Kraftwerk. Überall waren Rosensträucher, viele Parkanlagen und junge Menschen. Und ein Fluss direkt durch die Stadt. Es war wunderschön. In meiner Erinnerung sauber, schön und hell. Die Strahlung hat die Stadt unbewohnbar gemacht. Für Hunderte von Jahren. Seit dem Unglück wurden hier Geräte und Maschinen abgestellt, die bei den Aufräumarbeiten verstrahlt wurden.
Jetzt entsteht ein Lager für Atommüll aus Tschernobyl und anderen ukrainischen Atomkraftwerken. Es wird wie der neue Sarkophag ein Megabau. Die Lagerung von so viel radioaktivem Material ist ein ambitioniertes Projekt. Mit dem Winter vor der Tür drängt die Zeit. Es bleiben nur 11 Tage, um die Vorbereitungen zum Positionieren des Sarkophags abzuschließen. Wir bereiten uns darauf vor, den Sarkophag über den Reaktor zu schieben. Dann ist er endlich dort, wo er hingehört. Die letzte Gelegenheit für die Ingenieure, alles noch einmal zu überprüfen. Gerade zum Schluss muss noch viel gemacht werden. Und alles gleichzeitig. Eine Aufgabe ist besonders wichtig. Das Hochklappen der Frontpaneele. Um zu verhindern, dass radioaktiver Staub entweicht, muss die Versiegelung um den alten Reaktor absolut dicht sein. Aber einige Teile des alten Sarkophags stehen weit hervor. So kann der neue Sarkophag nicht über das Kraftwerk geschoben werden. Daher haben die Konstrukteure die Frontseite mit Klappen ausgestattet. Sobald der neue Sarkophag in der richtigen Position ist, werden sie runtergeklappt. Die Lücken werden mit einer besonders widerstandsfähigen Plastikmembran verschlossen. Gerade als das Team die erste Frontklappe hochzieht, setzt ein Schneesturm ein. Trotz des Wetters gibt es jetzt kein Zurück mehr. Von einer Kontrollplattform an der Seite aus werden die Klappen ferngesteuert. Wir haben 6 Frontklappen und die größte wiegt 320 Tonnen. Wegen der Strahlung müssen wir sie ferngesteuert auch wieder runterklappen können. Daher haben wir ein hydraulisches System entwickelt, um das aus sicherer Entfernung zu machen. Erst nach 4 Stunden ist die Klappe in der richtigen Position. Nach 4,5 Jahren Bauzeit ist die 36.000 Tonnen Konstruktion fertig und bereit, an ihren Bestimmungsort geschoben zu werden. Damit wird sie das größte jemals zu Lande bewegte Konstrukt der Welt. Jetzt sind wir fast am Ziel. Die Größe ist eine Herausforderung. Ich denke auch an mich selbst. Ich habe hier graue Haare bekommen. Je eher das hier vorbei ist, desto besser. Auch für mich. Das Verschieben ist kein leichtes Unterfangen. Am einfachsten wäre es, den Sarkophag auf Rädern oder Rollen zu bewegen, aber das ist nicht möglich. Keine Radaufhängung kann so ein Gewicht tragen. Der Sarkophag würde unterwegs stecken bleiben. Statt Rädern nutzen die Ingenieure insgesamt 116 stählerne Gleitschuhe. Sie sollen den Sarkophag auf Teflon bewährten Schienen gleiten lassen. Gerd-Jan Theissen leitet das Team, das für den Transport verantwortlich ist.
Auf diese Noppen stecken wir die Teflon-Pads. In einer Reihe hintereinander entsteht so eine lange Gleitschiene. Die Pads bestehen aus Teflon, dem Stoff, mit dem auch handelsübliche Pfannen beschichtet sind. Das minimiert die Reibung. Für die Verschiebung wird jeder Fuß mit einem hydraulischen Kolben versehen. Starke Pumpen lassen die Kolben ausfahren und bewegen den Sarkophag stückweise voran. Mehr als 200 Kolben müssen perfekt synchronisiert werden. Die kleinste Abweichung kann das ganze Projekt in Gefahr bringen. Wir haben nur einen Versuch. Es gibt kein Zurück. Wir müssen sicher sein, dass wir an alles gedacht haben. Auf diesen Moment hat das Team 7 Jahre lang hingearbeitet. Wir sind bereit. Ja. Okay, allez, le top, on y va. On y va. Oh, okay. Okay, los geht's. Die Kolben werden in Gang gesetzt. Langsam schieben sie den 36.000 Tonnen Koloss vorwärts. Das riesige Gebilde, 3,5 Mal so schwer wie der Eiffelturm, bewegt sich mit 10 Metern pro Stunde in Richtung der Reaktorruine. Selbst wenn alles glatt läuft, wird das 6 volle Tage dauern. Es ist unerlässlich, dass die Kolben auf beiden Seiten absolut synchron arbeiten. Daher sind auf beiden Seiten permanent Laser-Messgeräte im Einsatz. Sie übertragen jede noch so kleine Abweichung in den Kontrollraum. Wenn eine Seite schneller ist, könnte das den Sarkophag verkeilen und ihn im schlimmsten Fall beschädigen. Hier können wir das überwachen. Wenn die Abweichung zu groß wird, können wir von hier aus nachjustieren und alles wieder synchron laufen lassen. Okay, thank you. Jetzt beginnt der schwierige Teil. Jede Menge Daten. Da musst du schnell reagieren. Okay, Anton, wir gehen das letzte Stückchen. Je näher sie dem Ziel kommen, desto heikler wird die Operation. Über dem Reaktor ist Maßarbeit gefragt. People will follow the sliding itself. 90 Leute begleiten den Sarkophag. 80 people will be involved. Sie überwachen den Ablauf direkt, weil wir nur wenig Luft haben. Nur etwa 50 cm. Was könnte schiefgehen? Nichts. Alles wird gut gehen. Aber als das Ziel zum Greifen nahe scheint, ist plötzlich ein alter Stacheldraht im Weg. Die Strahlenwerte sind hier hoch. Schnelles Handeln ist gefragt. 2 Stahlstreben berühren die Außenwand. Die muss jemand absägen, damit sie den Sarkophag nicht beschädigen.
Nachdem das Problem gelöst ist, bleibt nur noch eins zu erledigen. Eine der Frontklappen muss noch während der Verschiebung ein Stück heruntergefahren werden. Denn in der endgültigen Position ist ein Schornstein der Klappe im Weg. Sie würde gegen den Schornstein stoßen. Also fangen wir jetzt schon an, sie zu kippen und werden heute Nacht fertig. Okay, jetzt. Weiter, weiter. Das Panel passiert den Schornstein. Jetzt sind es nur noch wenige Meter zum Ziel. Nach 7 Tagen ist der Sarkophag an der vorgesehenen Stelle. Das macht stolz. Wir haben Großes geleistet und die Ukraine und Europa sehr viel sicherer gemacht. Die Demontage der Reaktorruine unter der neuen Schutzhülle wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Nach 18 Jahren Planung, 7 Jahren Gesamtbauzeit und einer einzigartigen internationalen Zusammenarbeit von rund 10.000 Frauen und Männern aus über 30 Ländern ist es vollbracht. 3 Jahrzehnte nach der Katastrophe ist der Unglücksreaktor von Tschernobyl versiegelt. Beruhigend auch für künftige Generationen.